Hallo, ich grüße euch. Ich bin mal wieder hier im Moor. Man sieht ja hier hinten kein Wasser, aber das ist dem Sommer, dem heißen Sommer geschuldet. Aber jetzt zum Herbst und Winter gibt es hier wieder genügend Regenwasser, dann wird sich das wieder füllen. Heute geht es um die Paarerziehung, die wir immer wieder in der Natur erleben. Anders als die alleinerziehende Entenmama ist die Paarerziehung eine andere, weil weniger Junge gefressen werden. Aber bei der Paarerziehung überleben mehr Junge die Kindheit. Wenn dann die Jungen größer sind und flügge werden, dann üben die sich ja für den Flug nach Süden. Und auf dem Flug nach Süden, je nachdem wie weit das geht, heutzutage ziehen die ja auch nicht mehr sehr weit, kaum noch bis Afrika. Meistens machen die in Südfrankreich Stopp. Und dann gehen viele Junge auf diesem Flug verloren. Entweder gehen sie wegen Entkräftung ein, oder sie werden, weil sie eben so müde sind und schlapp, von den Greifvögeln geschnappt. Anders als bei der alleinerziehenden Entenmama brauchen die größeren Vögel aber auch weniger Junge. Und dadurch, dass sie als Paar auf diese Jungen aufpassen, überleben, wie gesagt, mehr von ihnen. Die Bilanz ist also besser in der Paarerziehung und der Paaraufzucht. Ich zeige jetzt zu der Entenmama, zeige ich jetzt Gänsevögel. Das sind Graugänse, Kanadagänse, Nilgänse und auch Schwäne mit ihren Jungen. Und die Besonderheit von all diesen Wasservögeln ist es, die brauchen von den Eltern nicht gefüttert zu werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn die Eltern brauchen den Jungen nur zu zeigen, was sie fressen können. Und abgesehen davon, sie probieren das sowieso aus, ne? Überall, was sich regt und bewegt oder was Grünes, wird probiert und dann finden die Kleinen auch schon von selber raus, was fressbar ist und was nicht. Schauen wir uns das mal an. Die klassische Version. Wir beginnen mit den Kanadagänsen. Ein hübsches Bild, ein echtes Bilderbuchfoto. So stellt man sich das wirklich vor, ne? Und man darf es eben nicht übertragen auf die Enten. Entenmamas sind, wie gesagt, alleinerziehend. Und ihr könnt euch auch gerne noch meinen Film über die Entenmama anschauen, die zum Schluss nur noch mit einem Jungen durch die Gegend läuft.
Und hier sieht man die Kanadagänse. Vorneweg die Mama, dann die Jungen und dann kommt der Papa hinterher. Das ist das übliche Bild der Paarbildung, Paarerziehung. Und es gibt tatsächlich Forscher, die behaupten, dass die Tiere monogam wären. Aber dem ist nicht so. Mutter Natur denkt nicht an monogam und polygam, sondern an Überleben der Art. Es gibt Vögel, die haben eine polygame Beziehung, sowohl Männchen als auch Weibchen. Und hier bei den Gänsen arbeitet Mutter Natur nach einem einzigen Maßstab. Ja, um es neudeutsch zu sagen, don't change a winning team. Wenn die Eltern erfolgreich Junge gezeitigt haben, dann bleiben die zusammen, weil sie erfolgreich gebrütet haben. Hier bei den Schwänen sieht man vorneweg Mamaschwan, die ist etwas kleiner, liegt auch flacher im Wasser, wenn man genau hinschaut. Die drei Jungen und dann kommt Papaschwan. Und der Ganter ist also größer und liegt auch höher im Wasser. Das sieht man also, wenn man genau hinschaut. Vermutlich ist die Schwanenmama eine Junge, die das erste Mal brütet und die sich mit einem erfahrenen, älteren Schwan zusammengetan hat. Das würde nämlich auch erklären, warum es nur drei Junge sind. Denn Schwäne zeitigen 6, 8 und 9 Junge, wenn sie dann genügend Erfahrung haben. Das ist klar, ne? Also die müssen sich genau wie die Menschen auch einüben. Ulkige Vorstellung, ich weiß. Aber wenn wir in den Forschungen glauben, dann bedeutet das ganz einfach, 30% der Brutpaare zeitigen 80-85% des Nachwuchses. 30% der Brutpaare, mehr ist das nicht, die 80-85% des Nachwuchses hervorbringen. Die anderen Brutpaare, die üben noch, die haben, so wie die Graugans, das sieht man zwischendurch mal, zeige ich dann, nur ein Junges. Oder die haben gar kein Junges. Das kann ja passieren. Ich habe hier eine Gans gefilmt beim Brüten. Die musste dann flüchten, weil das Nest überschwemmt wurde. Und so kann das passieren. Also es kann sein, dass sie nachlegen, dass sie einen zweiten Versuch starten. Aber bei den Großvögeln ist das eben das Problem auch. Die müssen in Ruhe gelassen werden, damit die ihre Jungen ausbrüten können.
sind sie. Die sind da. Wo? Wer? Da hinten siehst du diese braune da in diesem, hier vorne, diese Binseninsel, ne? Mhm. Und da ist genau da in der Mitte, bisschen links von der Mitte, da ist die drin. Ja, was ist da drin? Ja, komm. Guck mal genau. Aber nicht anfassen, dann gibt es ein Erdbeben. Die Jungen sind da. Mhm. Ja, da kämpfst du mit deinem Dörnsgestell auf dem Arm auch nicht hin. Nee, nee, die 1200 Meter. Die 1200 Meter bringen sie da nicht.